So, ich glaube, ich könnte mal wieder eine Review machen zu einer Kamera. Dann schauen wir uns doch heute mal die Sprocket Rocket an. Hallo, liebe Freunde der analogen Fotografie. Heute geht es um die Sprocket Rocket von Lomography. Das ist eine kuriose Kamera, wie es sie weit und breit kein zweites Mal gibt. Auf den ersten Blick fällt auf, dass ihr Design klar dem Prinzip von Form follows Function folgt. Sie macht nämlich Panoramaaufnahmen und begnügt sich dabei natürlich nicht mit dem Standardformat von 24x36 mm mit Kleinbildfilm, sondern belichtet den Film auf einer Breite von 2 Negativen. Somit ist das Format 72x24 mm. Wer will, kann sogar die namensgebenden Sprocket Holes, die Filmperforation mit einbelichten und kommt dann auf 72x33 mm. Schauen wir mal rein. Sieht man, dass es hier eine Maske gibt, die man entfernen kann, um einen weiteren Bereich zu belichten. Ansonsten handelt es sich bei der Sprocket Rocket um eine einfache Sucherkamera mit einem Filmtransportmechanismus mit zwei Knöpfen, die sich vor und zurück drehen lassen, einem Bildzähler. Vorne hat man ein relativ weitwinkliges Objektiv mit 30 mm. Und einer Lichtstärke offenblendig von 10,8, glaube ich. Also wir können das auf F11 runden und man kann über den Hebel hier unten zwischen bewölkt, also F11 und sonnig F16 umschalten. Die Belichtungszeit liegt bei festen Hundertstel Sekunde, einer Hundertstel Sekunde, kann aber auf einen Bulbmodus erweitert werden. Das heißt, Langzeitbelichtung sind hiermit auch möglich. Diese Beschränkungen machen es dann erforderlich, mit der Wahl des Filmes zu improvisieren. An sonnigen Tagen nimmt man einfach 100 ISO-Filme und wenn es bewölkt ist, 400 ISO-Filme. Dann kann man natürlich immer noch zwischen sonnig und bewölkt hin und her springen. Ansonsten nutzt man bei der Kamera grundsätzlich die Sunny 16-Regel. Ein interessantes Extra dieser Kamera ist der Bildzähler, der nicht nur vorwärts läuft, wenn man den Film weiter transportiert, sondern auch rückwärts, wenn man zurückspult. So kann man Doppelbelichtungen auf einem bereits belichteten Frame machen. An der Unterseite befindet sich ein Stativgewinde mit einem Viertel Zoll Durchmesser. Das heißt, man kann die Kamera theoretisch an so ziemlich jedem Stativkopf und Stativ festmachen, um dann Langzeitbelichtung über den Bulbmodus zu machen. Die Chance, hier einen Kabelauslöser anschließen zu können, hat man indes allerdings nicht, sodass die Langzeitbelichtungen auch von Hand gemacht werden müssen. Was sie für die meisten Fälle leider dann schon disqualifiziert. Das Stativgewinde kann man allerdings wunderbar nutzen, um dort und nur dort eine Handschlaufe anzubringen. 30 mm ist für eine Kleinbildkamera sehr weitwinklig und für eine Panoramakamera erst recht. Die Tiefenschärfe ist bei einem so weitwinkligen Objektiv wie diesem so groß, dass der Fokus ganz einfach über Fokuszonen funktioniert. Man wählt am Objektivtubus über die Piktogramme einfach zwischen der Nahaufnahme und der Fernaufnahme. Einfacher kann es fast gar nicht sein. Sollte das Licht einmal nicht ausreichen, kann man natürlich mit einem Blitz nachhelfen. Über dem Sucher befindet sich ein Blitzschuh, den man mit jedem Mittelkontaktblitz nutzen kann, um etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Die Sprocket Rocket ist natürlich nicht die schärfste Kamera. Vor allem auch deswegen, weil Lomography bei der Kamera, wie bei vielen anderen Kameras auch, auf Kunststoff setzt, um das Objektiv zu fertigen. Jenseits klassischer Qualitäten birgt so eine Kunststofflinse allerdings das Potenzial für interessante Bilder. Und das Format unterstützt das Ganze natürlich. Leider verschenkt die Sprocket Rocket einiges an Potenzial. So wäre ein Stativgewinde direkt unter dem Objektiv interessanter gewesen, um noch die Panoramen zusammensetzen zu können. Ein Filtergewinde an der Vorderseite wäre interessant gewesen, um neutraldichte Filter zu nehmen, um die beschränkte Belichtungszeit oder die auf eine Hundertstel Sekunde festgelegte Belichtungszeit etwas zu kompensieren. Und natürlich wäre eine Möglichkeit zum Anschluss eines Kabelauslösers interessant gewesen, um entsprechend vernünftige Langzeitbelichtung machen zu können. Nichtsdestotrotz ist die Sprocket Rocket eine interessante Kamera für alle, die ihre Fotografie nicht ganz ernst nehmen und ein bisschen experimentieren möchten. Das war's. Danke fürs Zusehen auch diesmal und wie immer, danke fürs Liken, Teilen und Kommentieren.